You got some speaking to do of your own. Not that old gang of yours. I said, I told you, I don't know nothing. That's what I thought. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastard! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll is holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Killed him. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. You sure as shit was. John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. Well, I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Ja, und wenn er uns nicht wirklich dahin führt, wird er kastriert hier. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn. You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Ja, schön, den auf dem Pferd mitzureiten. Morgan, you got throwing knives in your saddlebag. Dutch said that you might... I was asked to give them. And I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey, if I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. Ja, unser Pferd ist ganz besonders. Das ist die Rossi. Ne? Richtig schön, oder? Morgan, you didn't tell me what the O'Driscoll smelled like before you asked me to ride with him. That's because you wasn't asked to ride with us. You was told. Well, I smell like a stall ain't been cleaned out in a month. I smell like that because you had me tied up there about as long. You'd be smelling worse if we'd done what someone was arguing for. Granted. I was in with a bad lot. I'm trying to make amends, if I can. You don't know the half. I do know Combe killed Dutch's sweetheart. And that's the man you chose to ride with. A woman killer. Well, it was after he killed his brother. And the way I understood it, making excuses for the man and his crimes. What kind of trap you leading us into, boy? I ain't. I'm trying to help, honest. One thing goes wrong. One thing other than you smelling funny, you're the first O'Driscoll will shoot. And quit breathing on my neck. Now we go left. Road will take us up and round.
Na dann mal hinterher. Mein... Das könnte sonst echt eine Kastration enden und dann wär's lustig. Im Spiel weiß man wirklich nie. Oh, diese Saloonschlägerei, ey, das war schon ganz schön brutal, ne? Save your horses, we gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. Here, here. I swear, this is where he was... Shut up. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. Und danke geht raus an Smiles for Fun. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Okay, by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. Vorsicht mit den Bäumen, ne? Ja, für deinen Twitch Prime Sub, Twitch Normal Sub, dankeschön. Für deinen Support, Smiles for Fun, dankeschön. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. Wir sind ja wieder live bei Twitch. Easy, Bill. Quiet. Die Aufzeichnung gibt's bei YouTube. So. Okay, die Waffen können wir hier durchgehen, die wir mit uns führen. Mhm. Wurfmesser war davon irgendwas die Rede, ne? Ja. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Geil gemacht wieder. Auch die ganz simple Mission sind so cool inszeniert und von der Atmo her. Alright, it ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Come on. Wird zuerst die Eier verlieren, haben wir ja gerade drüber geredet. Und danke an den Intensiv Garrett auch. 150 Bits. Party. Und Dankeschön. Okay, get down. The cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? Well, he'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The feller that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Let's get closer. I'm
gonna deal with this first fella. Okay, go to work. Ich nehme die Messer will ich haben. Warum habe ich die jetzt da? Also nicht. Das war doch nice. Mal gucken, was die Burschen dabei haben. Schön. Haben wir noch ein bisschen Stuff bekommen? Da freut sich doch das Spielerherz. So, Leute, jetzt wieder in Deckung gehen und vorsichtig. Nein, hier wieder meine Messerchen, die waren gut. Die haben sich als würdig erwiesen. Okay, now what? We're at the perimeter. Der arme Kerl. Das sind viele. Probier erstmal von der Seite rumzugehen. Morgan? Ja, ich weiß, ihr wollt mich da vorne wieder hinschicken, aber wäre doch viel cleverer, den erstmal umzunatzen. Da links sind doch noch welche. Okay, das ist richtig mies. You got a lead on this. What are we doing? Wait on my mark. I'm gonna take a look at these boys. Sure thing. Genau, ich mache mich jetzt mal hier fertig. Ein alter Assassin's Creed-Manier. Wenn's denn funktioniert. Ist da noch einer hinter dem Baum daneben? Nee, ne? Oh. Boah. Okay, verdammte Scheiße. Hat ja super geklappt. Ich würde sagen. Bodentreffer. Jetzt geht's los hier. So, Ruhe nachladen. Zack, Eddie. Wir stehen hier ganz gut. Ja, komm raus aus deinem Loch, du Schlawiner. Patsch. Okay, ich muss ein bisschen rüber. Oh, Vorsicht, hier ist aber auch gefährlich wieder. Na, von hinten welche am Angreifen noch? Wie viele sind denn hier von den Wieseln noch? Jetzt reicht's, Mann! So. Er probiert abzuhauen. Okay, wir sollen sie lassen. Jetzt müssen wir uns eine andere Knarre machen. Und da brennt die Hütte. Wir sind übrigens nicht mehr ganz so dreckig, ihr seht selber. Okay, sollen wir erstmal looten oder? Uns erstmal um den Typen kümmern. Wo wir den weggeschleudert haben. Boah, wie viele hier waren. Richtig krass. Ja,
Wir haben es gut gemacht. Lief doch. Es dauert schon lange, ne, mit dem Looten, aber es ist halt auch so. So ein bisschen Arznei. Okay, und jetzt gucken wir mal. Ja. Schauen wir mal, wo der Gute ist. O'Driscoll, wir legen euch heute das Handwerk. Autsch! You all right? Sure. Thank you. Come O'Driscoll. He ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Come O'Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Get lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, there's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. Ja, der hat uns immerhin gerade das Leben gerettet. Aber trotzdem ein komischer Schlawiner. Der wird sich einfach auf die Seite der Stärkeren stellen. Und wie weit können wir unseren Bandenfreunden hier überhaupt vertrauen, ne? Ihr wisst, Red Dead Redemption, die Leute, die das erste Let's Play von mir gesehen haben oder es selber gespielt haben, die wissen Bescheid. Erstmal gemütlich hier umschauen. Die Leichen können wir theoretisch auch noch alle looten, ne? Ja, haben wir schon ein bisschen Cash zusammen hier. Ein bisschen Schlangenöl. Richtig Kohle. Und jetzt gucken wir mal. Ist das eine gute Knarre? Ich weiß es nicht, Leute. Doppelläufige Schrotflinte. Habt ihr dann beide, oder was? Oder muss ich die eine jetzt erst ins Pferd tun eigentlich? Aber ich habe die theoretisch dann beide zur Verfügung. Die doppelläufige Schrotflinte ist schon nicht verkehrt, ne? Ist schon ein nettes Gerät. So, ich muss es hier noch lernen, oder was? Was soll ich denn machen jetzt hier? Um die zu warten. Ach, ich muss die warten erst. Okay. Perspektive wechseln können wir mal. Hm. Sehr geil. Einigen. Ja, verbessert sich deutlich der Zustand. Guckt euch das mal an hier, wie die schön die jetzt aussieht. Okay, ich würde sagen, die ist safe. Die war komplett im Arsch, die Waffe halt. Das ist nur die Frage, ich würde ja, will ja beides haben, ne? Den Repetierkarabiner will ich ja jetzt nicht wegwerfen unbedingt. Wisst ihr, was ich meine? Da kann ich das Geschoss bestimmen und so kann ich normal. Ich verstehe. Ein Prachtexemplar, oder? Also ich finde es schon geil. Egal, wir kriegen die andere Knarre, können wir sicherlich und jetzt den Kamin mal durchsuchen, weil sonst soll der Geld versteckt sein.
least you got something tucked away. Oh, nice. Doch gut für die Bande. Das teilen wir natürlich mit unseren Freunden. 610. Dein Anteil 110. Und das war's auch mit der Mission, aber wir wollen noch ein bisschen uns umschauen hier. Lagere das Gewehr im Sattel. Ja, mache ich auch. Dann jetzt mal das Pferdchen holen. Hier vorne ist es doch. Praktisch. Moment. Oh, nicht so vorbeigelaufen. So, da ist es drinne. Jetzt haben wir das andere Ding wieder in der Hand, oder was? Das ist ja praktisch. Verbrechen gemeldet? Was habe ich denn jetzt gemacht? Wird gesucht? Muss hier abhauen. Jetzt ist die andere Knarre wieder in meiner Pfote. Okay. Das heißt, ich verliere die Waffe gar nicht. Ich verstehe. Okay, dann let's go. Wir kriegen gleich Ärger. Yep. Vorsicht, Bäume. Vorsicht, Vorsicht, Rossi. Bleib ruhig, auf Wölfe. Oh, scheiße, geht's tief runter. So. Wir haben immer noch den Mord da in der Backe. Oh nein! Vorsicht! Hier ist gefährlich und dann kommt auch noch ein Wolf hinter uns. Nicht, dass wir wieder gleich durchdrehen hier. Hilfe! Bossi, was machst du? Keine Sorge, der Wolf ist, der ist okay. Immer noch ein bisschen am... Alles gut, alles gut. Die Vertrautheit muss halt noch wachsen, ne? Das sieht ja schön aus hier. Wo sind wir denn hier Schönes gelandet? Ey? Jetzt fängt es aber zu regnen. Mal gucken, ob wir hier mit Rossi schwimmen können. Yeah, wie cool, ey. Guck mal hier, der Kinomodus, ey. Das sieht einfach nur so geil aus. Mega cool, oder? Nee, die Rossi kann das. Die Rossi kann ein bisschen schwimmen und so machen wir es auch sauber. So, jetzt werfen wir wieder einen Blick auf die Karte. War ja super gut gelaufen eigentlich alles bisher. Erstaunlich, wir sind noch nicht gegen Baum geritten. Hey. So, nach Valentine könnten wir mal einen Blick vorbeischauen. Oder wir könnten mal direkt auf uns zur nächsten Mission machen, weil bis dahin entdecken wir eh noch so viel von diesem Abenteuer hier. Aber das ist ja schon richtig geil. Ich glaube, wir können da schon mit Rossi durch, oder? Da komm schon, Rossi. Yeah! Mega! Sehr cool gemacht, Leute, oder? Valentine, da lachen die Leute wieder, ne? Nur weil ich Valentine heiße. Ja, praktisch, dass die Ortschaft so heißt. Haben die natürlich gemacht wegen mir. Das ist ein Schwachsinn. So, guck mal, wen haben wir denn hier? Hey! Oh, nee, ich wollte gar nicht, Entschuldigung. Wollte ja gar nicht hier, ne? Boah, guck mal, wie das Pferd scheut. Der kriegt ein bisschen Angst, ne? Ja, komm, ist okay, lass mal ihn in Ruhe. Ich finde das so geil, man muss ja noch so viele Sachen ausprobieren auch.
Was passiert, wenn? Dank euren Kommentaren auf YouTube weiß ich zum Beispiel auch, dass man sich am besten nicht von hinten an ein Pferd wagt. Das soll auch austreten können, wenn man nicht so hohe Vertrautheit mit dem Pferd hat. Oh, da wird es doch ganz schön dunkel jetzt hier. Ja, wir müssen das Gewehr ja auch in der Hand halten. Wir haben ja nichts mehr in der Reittasche. Kein Space. Oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Müssen wir in unserem Lager schauen, was da irgendwie verstaut bekommen. Vorsicht! Boah. Ich dachte, da geht's runter. Man muss schon aufpassen, wo man lang reitet. Aber wir reiten lieber da lang, ne? Ja, die Markierung geht hier rüber. Ja, die Musik ist auch so geil. Und T-Rock, dir vielen Dank für deinen Sub bei Twitch. Oh, was ist hier wieder los? Hat sich nur wegen T-Rock gefreut, die Rossi? Dass er gesubbt hat, oder? So, und den Garrett noch. Vielen Dank für deine Bits, mein Lieber. Die und die. Vorsicht, Baum von rechts. Wir müssen echt auf die Bäume aufpassen. Wenn man gegen Bäume reitet, das ist nichts Gutes. Was ist das denn für ein Weg hier aber auch, Leute? Oh, ein Zug wieder. Hört ihr den? Hier können wir so geil gemeinsam auch einfach nur die Welt entdecken. Das finde ich halt so mega cool, ne? Verbundenheit gesteigert. Stufe 2. Hey, Rossi. Super. Rossi wird vertrauter. Ja. Da freue ich mich doch. So, ich folge mal weiter der Wegmarkierung. Und ich hoffe, die führt uns zum richtigen Wege. Ja, am Fluss entlang, der mit seiner Strömung so cool aussieht. Alter, ich könnte hier einfach nur tagelang rumreiten auch einfach, ne? Könnt ihr einfach nur tagelang die ganze Zeit irgendeine Action erleben. Hey, Kevin! Ja? Liebe Grüße! Ja, ist mega geil, das Spiel, ne? Macht so Spaß. Ja, mit dem PC könnte man noch mehr rausholen. Ich denke, eine PC-Version wird auch kommen. Aber das ist ja immer, Rockstar bringt ja erst immer das Spiel für die Konsolen raus. Und das ist ja immer dasselbe Spiel. So, und hier werden wir jetzt einen Valentine, da mache ich mal einen Bogen drum. Ich will jetzt eigentlich zu meinem Lager reiten. Halt hier im Rattenfeld, fällt ein. Jetzt haben wir einen richtigen Zahn drauf hier. Kommt schon gut auf Speed, das Pferdchen. Und umso mehr Vertrautheit es kriegt, umso besser halt. Ja, das können wir ja schon wesentlich schneller mit reiten als mit dem anderen. Ja. Guck mal, gibt's Futter? Das gibt's gleich, ja, ne? Dann im Lager wieder. Vielleicht was Leckeres zu essen. Äpfelchen. Da kümmern sich die anderen. Die kümmern sich dann gut um Bossen. Wow. Da war doch der Hase. Eigentlich wollte ich den gerne erledigen. Aber vielleicht hat er es sogar verdient. Guck mal, was wir da getötet haben. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nochmal drüber reiten. Tut mir leid. Gucken wir mal. Haben wir den jetzt voll zerfetzt oder ist der noch brauchbar? Schlaf oder ist was? Mhm. Haben die Tasche. Und
Truthahn war das, ne? Nur zur Information, die dich noch gefragt haben sollten. Das ist krass, dass man den ich echt in deine Tasche stecken kann, ne? Wo packt er den jetzt dran? Hängt er den dran? Cool. Das ist ja lustig. So. Wenn wir einen Blick auf unsere Tasche werfen. Da haben wir ja mittlerweile auch alles Mögliche drin, ne? Vorräte, Arzneien, Zutaten, Materialien, Gepäck. Und hier könnte ich ja mal ein Camp aufbauen, oder? Was haltet ihr davon? Ein kleines Camp aufbauen? Und dann gucken wir mal, vielleicht können wir uns dann irgendwas zusammenköcheln. Ja? Haben wir ja gelernt letztens, wie das geht. Weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber das kriegen wir schon hin. Herstellen, kochen. So, Großwildfleisch. Komm, das ist gut, das ist gut. Welche Rezepte gibt's denn da? Mit Ackerminze. Mhm, mit Oregano. Mit Thymian. Ja, uns fehlt alles. Also gibt's nur Großwildfleisch. Aber immerhin, ey. Ah, ein bisschen schneller kochen, bitte. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger mitgebracht. Gegenstand lagern und nochmal kochen. Ich habe eben, lager die mal. Koch da mal richtig schön vor hier gerade. Und rein damit. Köstlich. Einfach nur köstlich. Und noch eins. Brutzel, brutzel. Guck mal, geht's schneller. Oh, noch eins fürs Lager. Einmal normal grillen. Ach komm, das dauert mir zu lange. Mitten ins Feuer. Und noch einmal rein, damit du länger satt bist. Und den Rest verstauen wir dann. Ich weiß gar nicht, wie viel kann man so machen aus so einem Großwildbrocken. Okay, das war's. Okay, jetzt verstehe ich. Knorpeliger Fisch, sehniges Fleisch. Hm. Nett. Können wir aber auch direkt kochen. Da können wir nämlich mal zwischendurch snacken, wenn wir jetzt gerade so ein Lager aufgebaut haben schon, oder? Zack. Und nochmal lagern. So, das Kleinwildfleisch. Fettes Vogelfleisch. Wir können ja auch ein bisschen was spenden an die Truppe. Das sehnige Fleisch und der knorpeligen Fisch zum Beispiel. Wir haben noch ein bisschen normales Wildfleisch. Okay. Okay, dann legen wir uns erstmal schlafen, würde ich sagen. War ja ein harter Tag. Und am Morgen reitet es sich sowieso besser. Also, gute Nacht, Arthur.